Ready. Fuck, I'm hurt. Ready. Der Lava die ganze Zeit ready, ready, ready. Falsches Haus, du musst in das Haus da vorne gehen. Ready. Ich hab noch gerade einen Marker gesetzt. Ready. Da. Markus, das Haus da vorne, Mensch. Awaiting orders. So, dass keine Bullenboys sind. Standing by. Alter, kann man da, kannst du das mal ausstellen? Ready. Ich kann dafür nicht. Ich hab schon alles ausgestellt. Leute, jetzt einfach ganz einfach. Standing by. Alter, deine Fresse. Kannst du dieses Stop All noch? Awaiting orders. Ja, hab ich schon. Hab schon Stop All. Hold fire. Standing by. Fall back. Free. Form on me. Ready for orders. Ich habe schon wieder 75. Ready. Jetzt wieder alles Stopp gemacht. Das ist trotzdem mal da oben. Awaiting orders. Zur Sicherheit aus der Gruppe austreten, oder? Ne, ich mach's einfach so, dann mach ich Ready das. For orders. So, dann mach ich das. So, und dann was? Achso, kick it. Aber jetzt die Gang aufgelöst. Ja, ich muss meine Schildkrötenflasche eben verkaufen. Ja, beeil dich. Beeil du dich. Weil ihr euch. Ja, ich bin schon längst da. Wo? Also, solange ihr das nicht verkauft habt, werde ich da einen Teufel tun und da bis dahin vorfahren. Dass dann welche Brillen hocken und welche Mitteln, wenn ich am Arsch den Ball hilfe. Wäre sowieso sinnvoll irgendwie, dass wir dann vielleicht einmal da oben lang fahren. Beim Apfelfeld da. Ja, und dann passt schon, keine Sorge. Ich passt schon, passt schon. Naja, die werden also uns anhalten. Er leidet schon wegen mir. Oh lol, wer ist da oben? Ach so, SUV Welty. Oh, ich hab schon einen Schock gekriegt. Welty, fahr mich mal zwischen. Also fahr mich mal zwischen Boot und Schildkrötendealer. Ja, na ja, genau. Bist du behindert? Nein, Alter. Der steht da unten am Boot, am Meer, weißt du? Bist du behindert, Alter? Was ist denn geparkt? Komm her. Naja, du musst mich jetzt nur zum Schildkrötendealer fahren. Ja, da kannst du auch hochlaufen, Alter, wenn du das schon alles. Nein, noch nicht. Hast du denn jetzt alles von dem Boot oder wie? Deswegen. Ja, dann pack doch hier ja, was stimmt. Ins Auto. Ja, stimmt. Ja, dann fahren wir ins Auto, Alter. Oder lass mich was ins Auto packen. Guck mal, da ist Kallis Motorboot. Da. Ihr Idioten, Alter. Das war meins. Schön ordentlich eingepackt. Hallo, warte, chill, ich muss dir noch kurz eine Schüsse geben. Boah, ich muss mal die Effekte gerade ein bisschen lauter stellen. Hast du denn das Boot wenigstens abgeschlossen, Kali? Ja, ja. Warte. Ja, warte. Ja, ich hab dir das Schlüssel gegeben, los. Füll, mach rein hier und dann hol das nächste. Oder sobald die Bullen uns anhalten werden oder kontrollieren wollen, nehmen wir die vorher einfach fest. Aber sobald du mit der Waffe aussteigst. Ey, du musst ja gar nicht mit der Waffe. Du hast auch einen Schell, ne? Ja, ich hab eine legale Waffe. Ja, na klar. Ich hab drei Stück, glaube ich. Ja, aber die kannst du trotzdem benutzen, glaube ich. Also ich kann nicht auf. Nein, scheiße, meine waren. Gut, ich hab. Nee, ich hab keine. Warte, noch nicht. Zwei fehlen noch. Warte. Ach scheiße, das Fahrzeug ist voll. Warte, dann mach ich das in einem Teil voll. Aber warte, nimm mich mal mit. Hast du abgeschlossen bei dir? Warte, lass mich. Ey! Achso, ich dachte, du wärst schon drin. So, gut, Stoff. Komm, komm, komm.
Mit Kallis Mutter wird einfach noch so in der Luft schweben. In Klammer mein Motorboot. Wieso deins? Meins? Nee, gar nicht. Ja, ja, aber das weiß ich ja nicht. Das ist ja da schön ordentlich am See geparkt, nicht so wie Kalli. Ja, ja. Hast du, aber das Motorboot hast du zugemacht, ja. Gut. So, lass mich raus. China about World China Center. Los, weil ich Kalli komm runter. Ja, Kalli hat. Kalli hat beim Schildkröten die da gekämpft. Da war die ganze Zeit drin. Warte. Los, komm rein. Achso, du China hast dann aber. Mal kurz die Route aus. Ja, ist ja easy going. Dann fahren wir einfach jetzt hier rum. Fahren einfach hier geradeaus weiter und dann fahren wir einfach oben die Straße lang. Hauptsache. Da ist Richtung Kohlemine und so. Da nicht so dicht. Ach, wie gedacht, ansonsten ja. Nehmen wir die halt einfach fest. Ja, beeil dich. Der macht auf jeden Fall, Shift H, Markus. Warum? Einsteigst, bevor du einsteigst. Genau, bevor du ja, ich hab auch keine Waffe, hab ich doch schon links weggeschmissen. So läuft. Ist schon weggeschmissen. Jo, nö. Hat das auch keine Munition oder was? So, wie viel habt ihr jetzt hier damit? Ich hab. 346.000. 346.000. 346.000. Fährst du, Markus? Jo. 300. Achso, weil Kalli von dir noch was absnacken konnte, ne? Nee, die hat er wiederbekommen. Ey, krass, guck mal, wie hoch Kokain ist. 7.305. Wie hoch ist die Kucke? Ich kann es nicht sehen, ich fahre leider. Na, aber gestern höher, gestern war es bei 10.000, Alter. Also Heroin war gestern bei 10.000. Das war heavy, oh. Alter. Das verpasst, tut mir leid. Ich weiß noch, dass einmal. Ich weiß noch, dass einmal da sind wir, wollten mit dem SUV zum Rebellen Außenposten. Ich sehe schon, komm, Alter. Und ich frag doch, Welti, hast du ein Repair-Kit mit? Nee, hab ich nicht, wir brauchen eh keins. Was meint er? Dreht dein SUV erstmal voll auf seinen Kopf, können wir nicht mehr weiterfahren. Ja, aber. Ja, aber vorher hatten wir auch noch irgendwas, aber da konnten wir noch Repair Kit anwenden, aber danach nie mehr. Ja. Ja, da hatten wir noch ein Repair Kit an. Aber lass mal offen, weil damit ihr rausgehen könnt. Nicht, dass ich da vorbeifahre und du dann immer auf zu machst oder so. Werf mal den Schlüssel einfach weg. Brauchst du sowieso nicht mehr. Ach Mist, mir fällt gerade auf, ich war gar nicht beim Medi-Typen. Lol, nebenbei wird eine neue Version von Photoshop installiert, läuft. Muss ja muss ich gar nicht machen. Werden, ne? Später. Na, das Gute ist, ich habe jetzt 1,4 Millionen, ich kann mir jetzt theoretisch die Lizenz kaufen, aber eine Bude kostet 2 Mille, oder? Ja, ich weiß, hey. Ich weiß nicht, mich nicht alles ob man das geht. Ob das nach Zufallsprinzip ist, wie so eine Bude kostet, oder ob das ein einheitlicher Preis ist. Na, ich denke mal nach Größe oder so, ne? Wäre jetzt natürlich interessant, oder? Mal, ich muss hier kurz. Oder Kalli, Bruder Welti, gib lieber Stoff. Aber ich. Ja, ich muss nur kurz den Weg markieren, ab wann wir wegfahren müssen, also wann ich die Einfahrt nehmen muss. Gerade nicht auf die Karte gucken wollte und die Einfahrten zählen wollte.
Keine Sorge, aber Lukas ist, glaube ich, Kupferfarben. Wenn ja, dann können wir den dann nebenbei kurz überfallen. Ja, aber ich bräuchte Essen und Trinken. Ich werde gleich. Habe ich mit, wie viel hast du? Reicht doch. 40 und 60 habe ich noch. Also bräuchte ich zweimal. Nee, einmal, was so taktisch ist, hast du? Ja, ich habe. Ich dann 1 und 1 bitte. Tactical Bacon. Ey, im Auto wird nicht gegessen, geschweige denn. Ja. Das ist so trocken, ja, Entschuldigung. Irgendwie leckst du ein bisschen, Welti. Ja, ich lag gerade neben meiner Photoshop-Runde, deswegen. Och, wenn sonst nichts ist. Oh Mann, Warnschildkröte hat einen D-Stick von 300.000. Was ist mit Ihrem Boot, Herr Welti? Oh. Ne, fahr weiter, egal, nicht am Boot. Nicht am Boot. Wo steht denn ein Boot? Warte. Ein Boot steht unten beim Handel von Kavala. Warte mal. Ach, beim Geldwäscher. Steht der jetzt? Nein, da können wir jetzt nicht hin, da sind die jetzt, ey. Ah nein, das steht nicht beim Geldwäscher, das steht in Kavala unten beim Bootstypen, weil ich es eigentlich da reinpacken wollte, aber das geht da irgendwie nicht. Keine Sorge. Das ist. Oh, warte. Das ist kaputt. Ist Cloud worden. Wir kommen, fahr lieber weiter. Was ist mit dem Boot, Herr Welti? Das ist weg. Ja, wir sind ja gleich da, keine Sorge. Ja, trotzdem. Sind ja einmal schon in Grüßen. Sind ja immerhin schon ein Grüßeteil weg. Vor allem, ich find's generell geil, Alter, dass einfach die Polizisten einfach die Bullen von die Nummer von jedem haben, Alter. Sonst könnten sie mich ja nicht anschreiben. Das heißt, die haben. Das steht mitten auf der Straße, kommen Sie bitte her. Okay, warte, ich bringe euch durch den Hintern. Schnell. Das steht mitten auf der Straße. Hä, wie steht Never nicht mitten auf der Straße? Warte mal. Ihr setzt euch da jetzt schnell ab, ihr bringt kurz das Geld hin und dann fahren wir da so schnell wie möglich. Ach, Kalle, hast du Shift H gemacht? Ja. Ey, Welti, du bist der Kalle. Aussteigen. Nein, komm, ich kann. Ich krieg ein zu viel heute. Aber Geldwäscher ist in der Nähe. Ja, ich renne da jetzt hin. Jo. Ich renne da jetzt auch hin. So viel zum Thema Welt. Jetzt haben es alle gesehen. So viel zum Thema Welt kann Auto fahren. Mann, ich sag doch, dass ich nicht Auto fahren kann. Dafür kann ich aber Helikopter fahren. Erfahren, ja. Auf dem Boden wahrscheinlich. Hoffe dir. Ey, Bruder Kalli, warte beim Geldwäscher auf mich. Lass uns. Ja, ey, Kalli. Kalli, lass mal. Warte auf den Geldwäscher. Noch nicht das Geld waschen. Wir legen das zusammen und dann waschen wir das. Dann kriegen wir mehr raus. Ja, aber guck. Kavala Strand. Ja, aber guck erst, wie viel ihr jeweils bekommen würdet, wenn ihr das so waschen tut, damit ihr euch so einen Grundpreis ausrechnen könnt. Wo ist denn Kalli? Wo ihr da bekommen müsst. Nee, ich bin nur hier. Geldwäsche. Kalli, wo bist du? Lol. Beim Geldwäscher? Nee, ich bin beim unteren Geldwäscher, da. In Kavala. Also unter Kavala. Der Kavala. Geldwäscher unter Kavala. Wo muss man denn hier rein? Na, du musst so einen Typen anquatschen beim Geldwäscher. Ja, hier du ist ja niemand. Doch, auf dem Sportplatz steht ein Typ. Da könnt ihr das Geld waschen, Alter, das wäre jetzt gefundenes Fressen für die Bullen. Klar, da sind noch Wege. Hä? Oh, da bist du doch. Geh doch da drüber. Da durch. Hier durch. Mein genau. Guck mal, da. Jetzt gib mir das Geld.
Das steht doch da drunter. Nee. Wenn du raufklickst, wenn du auf Waschen klickst, da steht da, du bekommst das und das und bestätigen nochmal rauf drin. Bei 158.000. Ja, gib's mir, dann kriegen wir mehr raus. Also gib mir das Geld. Ich bin der Märchen, ich bin 258.000 mindestens. 258. Ja, dann teilt ihr einfach Hälfte oder so, keine Ahnung. Ja, okay, ja, gib jetzt. Ach so. Ja, Markus, ich würde so in Memo rausgeben. Ja, warte, da lassen wir schon gehen. ...463.000 bekommen wir. Wir hatten gerade geschossen. Richtig? Dir? Ja. Siehst ihr? Hä? Ja, die Zeit ist auf dem Weg. Willi? Die Polizei ist auf dem Weg. Was? Ja, Junge, ich hab die gerade vorbeifahren sehen. Und auf einmal hören die Schüsse. Die haben mich gerade gefragt, ob ich geschossen habe. Ich so, nein. Und jetzt fahren die Richtung Geldwäsche. Boah, Kalli, bist du so eigentlich behindert? Warum denn? Ja, Mann. Hast du das Geld gewaschen? Ja, stimmt. Also, ist doch egal. Dann können sie euch doch nicht. Bis auf Kali. Bis auf Dings ist. Ich meine Waffe jetzt gerade abgelegt. Bin nun am Airshop. Kannst du mich abholen? Oder und? Handy, Risiko. Hm. Ich hab sehr keine Ahnung. Naja, egal, Leute. Ich werde hier mit der Folge. Weil wir haben ja jetzt das Geld gewaschen, weißt du schon. Und dann würde ich mir sagen: Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Schaut doch mal beim lieben Weltenwurmel IP vorbei. Na, Bitch? Ja, denn der hat aufgenommen mit dem Markus Natter. Ja, genau. War übrigens eine sehr geile Folge. Oder Folgen. Folgen. Folgen, ja. Wieder. Und dann. Wieder richtig geil. Aber mal sehen, ob der Markus Natter das auf die Kette bekommt, weil in der letzten Zeit schafft er es nämlich irgendwie gar nicht so, die Videos rechtzeitig hochzuladen. Obwohl er so eine Bubble-Leitung hat, aber naja, Entschuldigung dafür, ich entschuldige mich jetzt mal an seinen Worte, weil er das anscheinend nicht auf die Kette kriegt. Halt die Schnauze. Und ja, danke schön fürs Zuschauen. Halt die Schnauze. Tschö.